Hi, hier ist deine PTA in Love Week am 15. Juni. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der Apothekentour, dem Event des Jahres für das Apothekenteam. Es ist soweit. 5 pharmazeutische Dienstleistungen sollen künftig von den Kassen bezahlt werden. PTA können allerdings nur 2 anbieten. Risikoerfassung hoher Blutdruck und Einweisung in die korrekte Anwendung von Inhalatoren. ApothekerInnen können außerdem 3 weitere Services anbieten, vorausgesetzt, sie haben die zugehörige Fortbildung absolviert. Voraussichtlich im Frühjahr 2023 soll die flächendeckende Einführung des E-Rezeptes abgeschlossen sein. An den Zeitplan der Gematik glauben die Apothekenteams nicht, wie eine aktuelle Aposkope-Befragung zeigt. 7 von 10 KollegInnen nehmen die Planung nicht ernst. Der eigene Nachwuchs ist für viele der große Traum. Wären da nur nicht die beruflichen Nachteile, die vor allem Frauen dadurch fürchten. Denn eine Schwangerschaft kann ein echter Karrierekiller sein. Die Rückkehr in die alte Position ist für mehr als jede 5. unmöglich. Dass Urlaub während der Probezeit tabu ist, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Angestellte haben auch in der Probezeit Anspruch auf anteiligen Urlaub. Und zwar für jeden Monat, in dem das Arbeitsverhältnis besteht. Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach 6-monatigem Bestehen des Arbeitsverhältnisses erworben. Die finanzielle Belastung steigt. Auch bei Apothekenangestellten mahnt Adexa-Vorständin Tanja Kratt und appelliert an die Apothekenleitungen. Auch ohne ein Gehaltsplus können ChefInnen Mitarbeitende entlasten. Die Möglichkeiten sind vielfältig, von Tankgutscheinen bis hin zu Zuschüssen für Fachbücher oder einem Inflationszuschuss. Eine PTA aus Baden-Württemberg steht unter Verdacht, in mehreren Dutzend Fällen Rezepte manipuliert und sich so Geld verschafft zu haben. Der Apotheke soll ein Schaden im hohen 4-stelligen Bereich entstanden sein. Ein Haftbefehl liegt nicht vor. Vergiss nicht, dir dein Ticket für die Apothekentour am 25. und 26. Juni in Nürnberg zu sichern. Wir freuen uns auf dich. Tschüss!